So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich habe zwar gerade noch aufgenommen, Pokémon No, keine Motivation, keine Ziele mehr, kein gar nichts, aber plötzlich ist mein Bann verschwunden, aber nur auf dem Habanero-Account. Das heißt, ich will ja trotzdem die Forschung machen, denn wenn mir schon eine Forschung geschenkt wurde, will ich die natürlich auch lösen. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, von wem die Forschung kam, der 0max6, der mir auch dieses Ditto-Relaxo geschenkt hat als Plüschtier. Der hat mir eine Forschung geschickt. Jetzt habe ich auch gesehen, in der Nähe gehen gleich Raids auf. Ich will mal gucken, dass ich meinen Raid-Pass für heute verballer. Vielleicht den anderen auch noch mitnehmen, je nachdem. Ich habe jetzt noch gar keine Raubkatze und nix. Ich brauche Raikou, Entei, Suicune, alle drei auf dem Account. Und da ich die Forschungen machen möchte, ich bin vorhin schon zum Teegut gelaufen, da habe ich das ein bisschen mitgenommen, sind jetzt leider schon 2 Kilometer gelaufen, aber um was geht es überhaupt? Forschung, feurige Abenteuer, die ich vom Max bekommen habe für 1 €. Da müsst ihr insgesamt 5 Kilometer laufen und bekommt aus jedem Ding ein Fukano oder Hisui Fukano, was dann eben auch shiny sein kann. Ihr kriegt hier Brutmaschinen, das ist richtig genial. Und hier unten, das ist die freie Forschung für alle, wo ihr 5 Kilometer erkunden müsst, also einfach ein bisschen rumlaufen, 3 Eier ausbrüten. Ich habe da hier welche drin. In der Unendlichen ist ein 10er, das braucht noch 3 Kilometer, dann habe ich noch eine im 12er. Und wenn die Unendliche wieder frei ist, würde ich dann die freie nehmen, also die Unendliche, und auf das 2 Kilometer Ei packen. Das müsste dann funktionieren, dass ich genau 3 Eier gebrütet habe, ohne dass ich irgendwas anderes großartig nehme. Ansonsten, was haben wir noch für Aufgaben hier? Folge einer Rude, laufe 1 Kilometer, verwende Rauch beim Folgen und fange 20 Pokémon beim Folgen. Pupsi hat gesagt, sie hätte irgendwie eine Route gemacht. Wenn wir hier drauf gehen, Route, Routen in der Nähe, dass man wohl eine hier einfach andrücken kann. Also bei mir geht gerade gar nichts. Besser Vorführeffekt schon wieder. Ich mache das nochmal aus, den Akku muss ich eh wechseln. Ich gucke mal, ob ich die Route hier starten kann. Hier tut sich nichts, keine Ahnung. Ich kann die Route nicht anwählen. Ich weiß nicht warum, wie soll ich die Aufgabe machen? Ich kann nicht auf die Route drauf, also ja. Wir starten die Route, wir laufen mal zum Raid, wir machen ein paar Raids und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie diese Aufgaben fertig kriegen. So, jetzt scheint es zu gehen, man kann die Route sehen. Die heißt jetzt einfach Schulweg, 18 Minuten. Abenteuer Sinn geht auch schon wieder auf den Sack. Das möchte ich eigentlich nicht. Wir stehen jetzt hier, folgen jetzt dieser Route, versuchen alle Pokémon zu fangen, die auf dieser Route erscheinen und müssen natürlich einen Rauch anmachen. Rauch habe ich auch ein paar im Beutel, glaube ich. Rauch, hier 24 Rauch, so. Der führt uns jetzt da runter, müsste dann genau an der Arena enden, da unten hinten irgendwo in der Nähe. Da muss ich jetzt hin. 11 Minuten in 18 Minuten laufen, das schaffen wir bestimmt. Also ich versuche gerade die Route zu laufen, die Pupsi erstellt hat, und ich verlaufe mich permanent, weil ich bin immer im Fangbild. Und sobald ich aus dem Fangbild rausgehe, sehe ich, dass die Route schon wieder eine ganz andere Abbiegung genommen hat, als ich gelaufen bin. Ich habe mich jetzt auf gerade mal 100 Metern schon 3-mal verlaufen. Ansonsten sitzt hier immer so alles voll mit Evoli. Das heißt, wir werden einfach die ganzen Evolis hier eintüten, das Zeug drehen. Da oben hinten geht dann noch ein Raid auf. Mal gucken. Wenn das ein anderer ist als der, der da unten ist, werde ich den wahrscheinlich dann auch noch gleich mitnehmen und die 2 hier reinschneiden, damit ich vielleicht alle 3 Raubkatzen auch noch mit in dieses Video packen kann. So, und am Ende der Route seht ihr, da glitzert was. Ich drücke mal drauf und habe eine Zygarde-Zelle gefunden. Und eigentlich habe ich schon ein Video gemacht, meine erste Zygarde-Zelle und wie ich mein erstes Zygarde überhaupt abhole. Aber jetzt, so wie es aussieht, oder ich muss das Video halt danach raushauen, ist ja egal. Ist ja Quatsch jetzt hier, wir müssen die Reihenfolge umändern. Hier ist jetzt der Raid, ich bin auch am Ende von der Route angelangt. Da gucken wir gleich mal, was da drin ist. Machen fix den Raid und dann schneide ich euch noch rein dann im Fangbild, was es ist. Ich hoffe Raikou, weil Raikou ist der Beste. So, der erste Raid ist ein Entei geworden. Ich habe gesehen, der zweite, der oben aufgegangen ist, ist ein Raikou. Der wäre richtig genial, aber dafür müssen wir erstmal dieses Entei fangen. Denn ich muss mal schauen, ob ich noch einen zweiten freien Pass aus der Arena kriege oder eben nicht. Wenn ich noch einen zweiten freien Pass habe, dann ist einfach drin im ersten Mal, als wäre es ein Shiny gewesen. 1955, Pokédex-Eintrag, Entei, kommst du noch hier mit rein, warum nicht? Grüße gehen erstmal raus an Matze, Shiny Zone 1, X...
Aimon Fire, Svegodat, Erzengel Michael, Genaya und Henry Nicky. Die haben nämlich bei dem Raid mitgemacht, die durfte ich einladen, die haben mir geholfen. So, da war der Akku natürlich aus. Ihr seht, es ist eh alles ein bisschen stressig. Jetzt habe ich wenigstens die Route abgelaufen, aber habe noch einen Alex getroffen. Der kam eigentlich aus Hibu, aber der ist wahrscheinlich wohl jetzt auch hier irgendwo zu wohnen. Der hat ein bisschen noch gelabert. Ich war total abgelenkt, habe aber die Route fertig gemacht, die Zelle gefunden, den Raid gemacht. Jetzt habe ich fix gefangen, habe das andere Ding gepostet, weil ich das jetzt auch noch machen will. Habe gedacht, ich bin schlau. Ich brauche nämlich für die eine Aufgabe hier immer noch, also ich muss noch 2 Kilometer laufen. Hier muss ich noch 2 Kilometer laufen. Ich muss immer noch 3 Eier ausbrüten und ich brauche noch ca. 400 Meter auf einer Route. Ich dachte, ich bin schlau. Ich gehe jetzt einfach hier drauf auf die Routen und nehme die Route, die ich bis hierher gekommen bin, weil man kann die Routen ja eigentlich auch umkehren. Deswegen nehme ich die Schulwegroute. Die führt mich also von hier jetzt wieder zurück dahin. Und von oben nach da rechts kann ich dann zu dem Raid laufen. Also gehe ich auf Folgen. Und es passiert nichts. Die Route konnte nicht geladen werden oder du kannst dieser Route nicht folgen oder keine Ahnung, ist auf jeden Fall wieder irgendein Fehler. Du denkst dir das so schlau und irgendwie funktioniert wieder mal gar nichts. Das heißt, ich laufe jetzt einfach dort zum Raid und habe halt keine Route und kann die Aufgabe gerade nicht fertig machen. Also ich finde noch eine andere, aber jetzt stehe ich erstmal unter Zeitdruck mit dem Raid. Also hier laufe ich gerade hinter so einem komischen Gebäude. Hier sitzt ein wildes Akani. Eigentlich dürfte ich den Pokédex-Eintrag davon noch nicht haben, weil ich so gut wie noch nichts entwickelt habe auf dem Account. Wir können sie mal eintüten und dann mal gucken, ob es ein Pokédex-Eintrag ist oder nicht. Und ich habe jetzt die Idee, ich mache mir gar keinen Stress, ich laufe jetzt einfach zu dem zweiten Raid. Der zweite Raid müsste eigentlich der Endpunkt sein von der Route, die ich damals eingereicht habe. Vielleicht kann ich diese ja umkehren. Kann dann von dem Raid nach Hause laufen, dieser Route folgen, die restlichen Routenkilometer machen und vor allem die Aufgabe, die ich hier habe, von A bis zu Garde, da fehlt ja auch noch Folge einer Route, dann kann ich hier das auch noch gleichzeitig mitmachen. Bei den Spezialforschungen, die immer da sind, blicke ich sowieso nicht durch. Hier entwickle ein Krokel, hier entwickle ein paar Pokémon. Hier ist eigentlich alles fertig, also ich mache Schnappschüsse. Das ist so unübersichtlich alles. Hier sitzt noch ein Onyx. Grüße gehen raus an Hyretin. Der ist so angepisst, dass er gerade nicht zocken kann. Der will nämlich lauter Onyx farmen, sammeln, Bonbons, ein Gutes für die Superliga, nee, die Hyperliga oder irgendwas. Ich scheiße auf Onyx, ich verschicke die einfach. Aber jetzt laufen wir erstmal zum Raikou Raid. Neuer Rekord, größtes. Jetzt brauche ich ein Onyx Showcase. Das wäre perfekt. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde hier rumgesessen und habe gewartet, dass der Raid endlich losgeht, ich einladen kann. Ich möchte erstmal Danke sagen an Kaiser Kai, Matze, Shiny Zone 1, Erzengel Michael, Ben, Svegodat, Pogehander, Henry Nicky und Genaya. Die waren nämlich auch wieder dabei. 1921, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, wir werden es jetzt mal versuchen zu fangen. Svegodat hat gerade gefragt, lädst du noch? Ich habe extra Go in die Gruppe geschrieben, als ich geladen habe. Also der wird wohl keine Einladung bekommen haben. Critical Catch, hey! Müsste jetzt natürlich auch der Pokédex-Eintrag sein. Tut mir leid für Svegodat, wenn du keine Einladung bekommen hast. Ich habe auf jeden Fall welche rausgeschickt. Ist wahrscheinlich verloren gegangen. Die anderen waren ja auch alle drin. Und ich habe im 5er-Pack eingeladen und dann nochmal die anderen 3. Und ja, die anderen waren ja alle drin. Ich glaube, er war auch der Einzige, der gefehlt hat. 1921 ist jetzt nicht so gut, aber heiß. Ich habe jetzt 2 von 3 Raubkatzen da hier am Start. Fehlt jetzt nur noch Suicune. Vielleicht kriege ich das auch noch in das Video gequetscht. Ich habe vorhin schon mal gefragt, ob jemand spontan zu Suicune einladen kann, damit ich das hier auch noch habe. Dafür würde ich sogar einen Fanraid-Pass opfern. Ich habe nämlich gesehen, ich habe einen einzigen Fanraid-Pass im Inventar. Den habe ich aus der einen Forschung bekommen. Oder aus dem 7-Tage-Bonus, ist wahrscheinlich realistischer. Und den würde ich für Suicune opfern, dass ich das Katzentrio einfach abgeschlossen habe. Also das, die Hunde. Ihr sagt ja immer die Hunde. Jetzt muss ich trotzdem mal probieren, wenn wir hier drauf gehen und auf Routen, pass auf, hier auf Routen, Routen in der Nähe, die ich eigentlich mal gemacht habe, diese Querbeet-Route, da drücke ich jetzt mal auf Folgen. Dann müsste ich zu diesem Stop laufen und dann von dem Stop aus den Weg hinten zurück, bis dann dort, wo der Spielplatz ist. Und das müsste den Rest von der Aufgabe hier erfüllen.
weil da fehlen noch 400 Meter auf einer Route rumzulaufen. Dann habe ich vielleicht die 1 Kilometer auch noch voll, die fehlen. Dann schlüpft vielleicht sogar noch ein Ei. Und bei den Spezialaufgaben habt ihr hier die dritte Route dabei. Wir können mal kurz nach den Eiern gucken. 8,2 von 10 und 4 von 12. Gut, die Eier werden das sein, was er am längsten braucht. Aber bis dahin schaffe ich es vielleicht auch noch, einen Suikun reinzubringen. Wir laufen jetzt hin, starten die Route und laufen die Route dann gemütlich ab. Eigentlich wollte ich nicht mehr drüber reden, aber ich muss schon wieder an Hyretin denken, denn da saß das nächste Onyx. Ich habe das Onyx angedrückt und es ist einfach ein Shiny. Wenn man jetzt zurückgeht, guckt euch das an, wie schön das glänzt. Wir fliehen jetzt mal, damit ihr seht, wie das hier sitzt, nicht shiny ist. Wir draufdrücken und es shiny ist. Ist das nicht genial? Hätte natürlich sein können, dass wenn ich jetzt zurückgehe, dass das gar nicht mehr da sitzt. Und es einfach, ja, ich halt verpasst habe, aber jetzt habe ich es ja doch. Und eigentlich, wenn ich es jetzt gefangen habe, könnte ich es direkt verschicken, aber ja, wir können es ja mal aufheben. So. Ist halt ein Onyx, ist wenigstens Generation 1. Generation 1 kannst du mitnehmen. Es gibt ansonsten so viele hässliche Shinies aus den anderen Generationen. Ich laufe jetzt hier auf dieser Route auch rum. Ich hoffe, das sieht man überhaupt hier. 842 von 1000 haben wir jetzt, das zählt also für die Aufgabe dazu. Digga, was ist denn? Das Onyx ist auf jeden Fall ziemlich hartnäckig. So, wir werfen auch daneben, das ist auch gut. Ich weiß gar nicht, wo mich der Weg eigentlich lang führt. Ich glaube, ich muss geradeaus hier vor und nicht dort lang. Sehe ich ja nicht. Das ist halt immer das Problem, wenn du im Fangbildschirm bist, du siehst einfach nichts, wo du eigentlich lang musst. Das heißt, wir müssen das Onyx eintöten und dann können wir weiterlaufen. Wenn es so weitergeht, hänge ich euch an den Zaun, dass ich zwei Hände habe zum Fangen. Außer es bleibt jetzt drin. Gut, es ist drin, jetzt sehe ich auch gleich die Rute wieder. So, weg. Das ist... Hä? Es ist nicht der Weg hier rechts rein, es ist nicht der Weg vorne entlang, es ist einfach zwischendrin. Das heißt, ich laufe jetzt einfach trotzdem vorne rum, weil... Wer hat denn die Route erstellt? So, jetzt hatte ich eigentlich gerade gefragt in den Gruppen, ob jemand Suikun-Raid hat. Jetzt wurde wahrscheinlich sogar ein Suikun-Raid für mich gemacht. Das finde ich sehr cool. Danke an Ninus. Aber ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich gerade aufgehalten wurde. Weil ich da hinten wegen der Route um die Ecke gelaufen bin. Da saßen zwei Dudes auf einer Parkbank. Mit jeder hat ein Sixpack Heineken-Bier gehabt. Dann haben die gefragt, ob ich was suche, ob sie mir helfen können, weil ich da so rumgestolpert bin. Und gemeint, oh hier, du machst bei YouTube oder was? Willst du ein Bier oder was? Ne? Und jetzt haben wir ein bisschen uns unterhalten. YouTube-Kanäle gezeigt, der eine macht auch ein bisschen Mucke. War also ganz chillig, aber dadurch bin ich jetzt mega im Verzug, weil um 18 Uhr ich eigentlich Slaps and Beans 2 streamen muss. Muss aber noch heim und wollte eigentlich noch den Suikun-Raid machen. So, verdammt fette Grüße gehen raus an Linus, Svegodat, Johannes und an Ben. Denn die haben es geschafft, trotzdem jetzt noch ein Suikun-Raid zu machen. Mich einzuladen, der Linus hat eingeladen. Mal gucken, was es ist. Es ist kein Shiny, es hat 1640. Schaffen wir es jetzt, den auch noch zu fangen und den dritten Pokédex-Eintrag in dem Video mitzunehmen. 3 Katzen in einem Video, aber werf mal nicht daneben, Ramses. Mach mal jetzt keinen Scheiß. Guck hin, du hast bestimmt nicht viel Bälle. Du hast 13 Bälle, weil du hast per Fanrate gekämpft. Die Freundschaften sind nicht hoch. Ne? Wir müssen einfach fabelhaft werfen, wir müssen den fangen. Leider hat durch das Biertrinken an der Parkbank mit den Jungs sich die Route pausiert, die ich gerade gelaufen bin auf dem Heimweg. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt schon gefühlt zu Hause. Aber die Route ist immer noch da hinten pausiert. Es ist jetzt auch 46, ich werde es nicht schaffen, vor meinem 18 Uhr Stream, es ist 17.46 Uhr, ich werde es vor dem 18 Uhr Stream nicht schaffen, nochmal zurückzulaufen, die Route an der pausierten Stelle wieder zu, naja, halt weiterzuführen, wieder herzukommen, die abzuschließen. Außerdem sind ja eh die Eier noch nicht geschlüpft. Die Eier müssen erst noch schlüpfen. Ich habe bisher immer noch 0 von 3. Selbst wenn durch das zur Arena später laufen dann und reinsetzen, 2 aufgehen, habe ich immer noch 1 übrig. Das heißt, ich müsste morgen wahrscheinlich nochmal eine Route laufen. Für die eine Aufgabe, beziehungsweise für beide Aufgaben. Und die Eier... Die Eier noch abfilmen und wenn die Eier dann fertig sind, dann ist das Video auch zu Ende, denn dann kann ich endlich alle Hisui Fukano abholen und dann geht das Video 5 Stunden. So, das Suikun, das hüpft, die Zeit, die läuft weiter, es ist 47.
ich muss doch den PC noch anmachen, ich muss noch den Stream vorbereiten und einrichten und alles. Also, Suikun, bitte beeil dich, bitte bleib drin. Bitte bleib drin, bitte beeil dich, ich hab doch nicht hier und überhaupt. Danke, Linus. Und er ist drin. Perfekt. Alle drei Raubkatzen, alle drei Pokédex-Einträge in einem Video, zwei freie Pässe von heute und gestern, wo ich ja die ganze Zeit nicht machen konnte. Ein, boah, 10, 10, 14, das ist ja schlecht. Ein Fanraid-Pass, das heißt, ich habe auch jetzt gar keinen mehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, irgendwann mache ich trotzdem mal einen Fanraid und jetzt habe ich den schon gemacht. Und der ist Linus, das heißt, das Ding nenne ich jetzt auch einfach Linus. Das heißt nicht mehr Suikun, das heißt Linus. So. Weil der das geschafft hat und dann passt es. Und jetzt wisst ihr Bescheid. Das ist Linus, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, peace out, fort, euer Ramses. Thomas! So, wie ihr seht, es ist der nächste Tag. Thomas ist nicht da. Grüße gehen raus. Wir haben ja noch zwei Stops, die wir drehen können. Es ist auch schon ein Ei aufgegangen. Das tut mir jetzt unendlich leid, denn das 10-Kilometer-Ei ist geschlüpft. Und da war dieses Caputo drin. Das heißt, wir haben jetzt Platz gehabt, dass wir die Brutmaschine nehmen, die unendliche, und auf das 2-Kilometer-Ei hauen. Zwei Eier muss ich noch brüten. Das ist das 12er und das ist das 2er. Dann kann ich noch mal ganz kurz zeigen. Nein, ich wollte noch nicht drauf drücken. Jetzt sieht man schon, was da drin ist. Das ist doch voll scheiße. Ich wollte zeigen, drei Eier genau, zwei fehlen noch und 913 von 1000 Meter Route. Also ich muss noch mal eine Route laufen, ein Stück. Und in der Spezial habe ich ja eh hier das Folge 3 Routen drin. Ich werde jetzt also hier diese Route, pass auf, es ist aber auch kompliziert, so mit einer Kamera in der einen Hand und mit irgendwas anderem. Was ist denn das von McDonald's Richtung Suhl? Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Querbeet war meine Route, da gehe ich jetzt mal drauf. Da drücke ich jetzt mal Folgen. Da stehen wir nämlich hier, müssen diesen Weg da unten lang, darüber lang und dann da hinten irgendwo dann bis zu der Arena, wo ich gestern war, was ich rückwärts laufen wollte, was aber zwischendurch pausiert hat. Also wir folgen der Route. Wir gucken, wann die Eier aufgehen, wir machen die restlichen Kilometer voll, vielleicht finden wir sogar noch eine Zygarde-Zelle. So, jetzt bin ich kurz vorm Ende von meiner eigenen Route, habe noch ein Evoli gefangen. Und hier vor mir seht ihr wieder eine Zygarde-Zelle. Zwei Zygarde-Zellen wurden in den Würfel gesaugt. Gibt's da jetzt mehr? Ja, das ist ja richtig genial. Kann ich eh nichts mit anfangen. Was ich aber gut finde an den Routen mittlerweile, wenn man daran was gut findet, ihr könnt jetzt direkt auf das Ende zulaufen, ihr könnt direkt am Ende stehen, die werden nicht mehr automatisch beendet, ihr müsst jetzt extra immer hier drücken, Route abschließen und kannst dann das selbstständig beenden, das heißt nie wieder, wenn ihr eine Zelle seht und ihr in der Nähe vom Ende seid, ist sie einfach vorbei. Sondern die ist nie vorbei. Das heißt, wenn ihr die nicht beendet, werdet ihr auch nie einen Erfolg dafür kriegen. Aber das ist, liegt ja in eurer Hand, ob ihr da drauf drückt oder nicht. Ich finde es gut. So kann ich jetzt jedes Mal dahin laufen, 300 Mal die App neu starten, gucken, ob noch eine Zelle auftaucht und dann eben das ganze Ding beenden. Die Aufgabe mit der Route ist jetzt auf jeden Fall fertig. Aber die Eier brauchen immer noch. Wir müssen also mal gucken. Wieder da davor laufen, vielleicht die ganze Zeit im Kreis. Kreislaufen immer beste. Das mit der Zelle ist fertig. Können wir hier gucken. Da ist alles drin. Perfekt. Immer noch zwei Eier. Wir sind jetzt gerade mal bei 0,8 von 2. Müssen also noch ein Stück. Und da ist es. Mein erstes Shiny Evoli auf dem Account. Können wir mal kurz so tun. Sitzt hier mitten auf dem Parkplatz zwischen den Autos. Wir können es wie gestern machen, wie beim Onyx. Wir fliehen. Wir drücken es nochmal an und dann seht ihr Shiny Evoli. So, zweites Ei auch erfolgreich verkackt. Da kam nämlich jetzt dieses Pi raus. Können wir kurz mal bewerten, weil es aus dem Ei kommt. 15, 14, 10. Ja, hier sitzt alles voll. Da ist überall noch Pamo. Ich muss sagen, von den letzten Pokémon, die so eingeführt wurden, wäre Pamo 1, was ich gerne als Wunder da hätte. Irgendwie finde ich das cool. Hier ein 88er, ach ist das süß. Leider muss ich anmerken, dass Hyretin gestern aus der Gruppe schon wieder gekickt wurde. Hier sitzt ein weiteres Onyx.
und es ist ein weiteres Shiny. Grüße an Hyretin. Wirst du eh nicht sehen, ich weiß. Trotzdem. So, wir sind zurück. Das letzte Ei geht auf. Das dritte Ei geht auf. Ein 12-Kilometer-Ei. Ich mach das jetzt mal auf. Ich mach das jetzt von zu Hause, weil ich muss ja immer noch die Belohnungen abholen. Draußen ist es auch sehr kalt, sehr düster. Sieht aus wie Mist. Wir brüten hier ein Absol. Ist kein Pokédex-Eintrag. Ist auch gar nicht so gut. Lass mal also jetzt mal hier stehen. Das ist ein Kanimani, Bruder. Das Kanimani muss ich noch mitnehmen. Mal gucken, ob das drin bleibt. Großartig. Und es ist drin. Perfekt. Jetzt können wir die Belohnungen abholen. Wenn wir hier rüber gehen. Ihr habt ja schon gesehen, hier ist ein Vulcano drin. 509. Wir gehen mal kurz drauf. Wir versuchen das mal wegzufangen. Wir versuchen jetzt einfach alle der Reihe nach wegzufangen. Einfach nur zu gucken, ob ein Shiny dabei ist. 535. Ich weiß nicht, ob beide genau die identischen Werte haben. Dann wäre 535 bis jetzt das höchste. Könnte es sein, weil das hier ist ja auch bei 521. Wir können die danach ja bewerten, beziehungsweise müssten nur das höchste dann bewerten. 541 ist jetzt das höchste. 550 ist jetzt das höchste, also die steigern sich mit ihrer Mozart-Frisur. Ich fand den Hund eigentlich am Anfang richtig hässlich. Muss sagen, mittlerweile finde ich den ganz cool. Das ist halt eine andere Form. Okay, man kennt Kando. Jetzt kommt Hisui bei 553. Aber irgendwie hat er was. Das erinnert mich ein bisschen auch an Entei. Weil Entei hat ja auch so komisches Marshmallow-Gedöns, Zuckerwatte. Hinten auf dem Rücken und als Schwanz. Und bei ihm ist es auch so ähnlich. Hinten der Rücken, oben auf dem Kopf, vorne am Hals. Also so viel Zuckerwatte in ein Pokémon zu stecken, hat schon wieder was Cooles. So, wie viele Dinger sind noch da? Wir haben immer noch 4 Begegnungen. Das sind zwar die normalen Vulcanos dazwischen, aber wir haben immer noch eine Chance. Vielleicht ist ja da noch ein Shiny dabei. Von dem normalen habe ich ja jetzt auch keinen Shiny mehr. Von dem neuen Shiny wäre natürlich cool. Ich habe gesehen, das ist auch sehr hell. Manche rennen schon wieder als Buddy damit rum. Die Hardcore-Spieler auf Level 50, die sind wieder gut ausgestattet. Ich, ja, mir sind die Hände gebunden, sagen wir mal. Deswegen schauen wir mal, was reinkommt. Ich habe vorhin wieder erlebt beim Rumlaufen, ich musste immer zu ausmisten, immer zu alles verschicken, immer zu bewerten, immer zu verschicken, immer zu bewerten, immer zu verschicken. Wenn du jetzt wirklich... Oh. Da ist es. Da ist es. Wenn du es gewohnt bist, wollte ich sagen, 5.000, 6.000 Platz zu haben im Beutel und in der Box, dann ist das auf jeden Fall genial. Aber so, mit 300... Du läufst 5 Meter, musst stehen bleiben und 10 Minuten aussortieren. Du läufst wieder 5 Meter, musst 10 Minuten stehen bleiben und aussortieren. Hier ist ein Shiny Hisui Vulcano. Das ist genial, damit hätte ich nicht gerechnet. Grüße gehen raus an 0max6, denn der hat mir das Ticket gekauft. Wir bewähren es mal ganz kurz. 540 ist schlecht, das heißt, das 553 ist bestimmt auch nicht so krass. Hier können wir jetzt noch Rauch abholen, hier können wir noch Staub abholen ein bisschen. Denn das war die befristete Forschung, die für alle da ist, wo es am Ende auch nochmal eine Brutmaschine gibt. Und noch eine Begegnung nochmal mit einem Hisui Vulcano mit 552. Das können wir jetzt auch einfach mal normal eintüten. Habe also nochmal eine gratis Brutmaschine habe nochmal ein gratis Rauch bekommen. Das ist auf jeden Fall cool, was für mich jetzt nützlich ist, da ich ja kein Geld investiere auf dem Account. Wenn mir jemand ein Ticket schenkt für C-Day, da gibt es immer tolle Items. Wenn mir jemand ein Ticket schenkt für irgendwas anderes. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rein. Die haben wir alle gefangen. Die bewerten wir jetzt nochmal kurz durch, dass ihr das hier seht. Was das höchste ist mit 521, also die Werte scheinen doch unterschiedlich zu sein, dass ein 21er so hoch kommt. 503, 553, aber noch so weit entfernt ist. Aber mein Highlight natürlich, das Shiny mitgenommen. Richtig genial. So, da haben wir jetzt 4 Shinies oder so in dem Video. Das ist cool. Hier können wir auf der Seite, war das dann noch mit den Ruden. Zur Garderuden, genau, das könnte man eigentlich, weil es jetzt damit ein bisschen zusammenhängt, weil es auch um Ruden ging, können wir das ja auch abholen, das weiterspinnen, aber die restlichen ganzen komischen Spezialaufgaben, die muss ich extra mal in einem Video alle, oder ich mache die nebenbei, es ist Rauch beim Folgen, 3 Bonbons, 5 Ruden, das zieht sich ein bisschen, es ist noch so viel offen bei Spezial, es ist noch hier die Level-Forschung offen für Level 41, es ist noch die Meisterball-Forschung offen.
durch den täglichen Pass dauert das halt. Täglicher Pass, muss ich heute auch was machen noch wieder. 10.30 Uhr geht hier was auf. Schauen wir mal. Das war es auf jeden Fall erstmal von meiner Seite aus. Habt ihr ein Hisui Fukano bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.